Ich bin konfrontiert worden jüngst mit einer Frage bei einem Podium an der Harvard University. Where is the next Harvard? Da sollte ich eine Aussage zu treffen. In Deutschland haben wir ja nun kein Harvard, aber wir haben doch eine ganze Reihe Universitäten, die sehr gut sind. Wir haben, glaube ich, ein Universitätssystem, das im Durchschnitt besser ist als in vielen anderen Ländern. Ich vermute auch besser im Durchschnitt als in den USA. Und die Frage stellt sich, warum sollten wir uns nun auf eine Universität konzentrieren, sie weiterzuentwickeln, zu solchen Höhen zu bringen? Und warum sollten wir nicht das Netzwerk, das wir vielleicht ja an dieser Stelle viel stärker nach vorne bringen können, nicht fördern? Also, where is the next Harvard? Die Antwort von mir, nicht nur was Deutschland angeht, sondern auch was die Entwicklung von Universitäten weltweit angeht, dass wir zukünftig, auch weil die Forschungsfragen stärker solche Vernetzungen erfordern, dass wir viel stärker Netzwerken denken. Und wenn man dann mal zurückschaut auf die Exzellenzinitiative, auf die laufende Phase der Exzellenzinitiative, dann sieht man, dass wir ja etwa ein Drittel der Universitäten fördern, die über dem Durchschnitt arbeiten. Und nicht etwa nur die neuen, die in der dritten Förderlinie erfolgreich sind. Das heißt, es geht schon darum, ein in der Breite Spitzenforschung zu fördern, mit den Clustern, mit den Schulen, für die etwa 75 bis 80% des Geldes ausgegeben wird. Also ein ganz spezifischer Blick auf die Exzellenzinitiative, jenseits von den Labels, den Etiketten, Spitzenuniversität, Elite-Universität. Und eins sticht natürlich hervor, dass die deutschen Universitäten immer noch grundlegend schlecht finanziert sind. Also das ist ein Punkt, der sofort ins Auge fällt, wenn Sie die Universitäten in den USA, die wir so uns als Beispiel nehmen, die Spitzenuniversitäten, aber auch die guten staatlichen Universitäten nehmen, wenn Sie die Schweizer, die britischen Universitäten nehmen, da ist es ganz klar, grundlegend unterfinanziert. Da muss was passieren.